Grüße Gemüse und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Shisha Brothers. Heute stellen wir euch mal wieder neuen Tabak vor und zwar von einem Hersteller, den wir noch gar nicht so oft hatten, nämlich Aino und zwar den Overload. Den hat man, glaube ich, noch gar nicht. Ja, preislich kostet das Ganze 19,90 Euro für 200 Gramm. Ein Preis, den wir so noch hinnehmen würden. Ja, also neue Steuerbanderole, logischerweise. Preis ist in Ordnung, würde ich sagen. Davor hat er 17,90 gekostet, 2 Euro teurer. Ja. Geht noch. Wie das Dosendesign, der Schnitt und der Koffer aussehen, zeigen wir euch jetzt. Beim Dosendesign von Aino haben wir einmal eine schlichte Plastikdose. Dann haben wir einmal hier in der Mitte die Sortenbezeichnung Overload, soll das Ganze heißen. Und unten drunter, was auch ganz nice ist, steht schon mal drauf, was denn drin sein soll. Hier haben wir einmal den Schnitt. Das ist wirklich ein sehr feiner Schnitt. Astanteil ist sehr gering. Man sieht ab und zu mal ein, zwei Ästchen, aber das ist wirklich verkraftbar. An sich ist der Tabak sehr, sehr matschig. Was, glaube ich, entsteht, wenn Honig mit dazugegeben wird? Lege ich mich aber nicht fest. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie denn dieser matschige Schnitt entsteht. Dann seht ihr hier nochmal den Dosenboden und ich habe auch wirklich nicht groß umrühren müssen. Die Feuchtigkeit ist einfach top in den Tabak eingezogen. Schnittfeuchtigkeit können wir uns wirklich nicht beschweren, weshalb wir dem Ganzen auch 5 von 5 möglichen Punkten geben würden. Gebaut wird heute im Vandenberg V1 Squirrelwitz. Kopfbau ist abgeschlossen. Man sieht, denke ich, ganz gut, dass der Tabak die ungefähre Höhe vom Funnelrand hat und allgemein so eine leicht donutartige Form. Nicht zu sehr angedrückt, trotzdem noch versucht, so fluffig wie möglich zu halten. Und wir hauen das Ding jetzt mal auf die Pfeife und dann unterhalten wir uns noch ein bisschen. Like-Spruch? Mhm. I know you wanna like this video. Das nehmen wir genauso. Da sind wir auch schon wieder. Und der nette Herr neben mir wird uns einmal verraten, was drin ist im Tabak. Brombeere, Clementine, Mango, Zitrone. 4 Dinge, was schon noch viel ist. Sind aber alles an sich Sachen, die wir, glaube ich, ganz gerne rauchen. Es klingt zumindest auch sehr stimmig. Ja, ein bisschen Brombeere, was Bäriges, Clementine. Ansonsten eher so zitrusartig, sauer. Könnte interessant werden. Hört sich gut an. Ja, und wir machen die Dose einmal auf. Und schnuppern dran. Kommen wir zur Grußbewertung. Ich finde erstmal, das riecht wirklich sehr fruchtig, sehr spritzig. Man riecht sehr viel raus und kann es schwer zuordnen. Es ist aber nicht überladen, der Geruch, sondern auch hier finde ich wieder, das ist sehr stimmig. Am ehesten würde ich an fruchtigen Sorten die Brombeere und die Zitrone wahrnehmen. Ja, Mango und Clementine kann ich persönlich jetzt nicht so wahrnehmen, weil es halt im Allgemeinen auch ein sehr fruchtiger, süßer, spritziger Tabak ist und vielleicht ist das einfach mit eingebaut und ich nehme es halt nicht wahr. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Okay. Eine Anmerkung habe ich noch. Im ersten Moment hat es mich auch so ein bisschen an den 187 Skittles erinnert. Mhm. Also ich finde auch, dass der Geruch in allererster Linie erstmal sehr, sehr fruchtig ist. Von weiter weg erinnert es mich auch so an diese, an den 187 Skittles, muss ich sagen. Aber ich finde oder ich rieche tatsächlich andere Komponenten stärker raus als du. Also ich finde, dass man im ersten Moment tatsächlich die Mango rausriecht und dann mischt sich noch so ein saurer Touch dazu, der halt wahrscheinlich von der Zitrone oder der Clementine kommt. Ich tue mich hingegen allerdings ein bisschen mit der Brombeernote schwer. Also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas Herbes rausrieche oder so und so wirklich, sondern in erster Linie süß, fruchtig, Mango, Zitrone, würde ich sagen. Sehr, sehr leckerer Geruch, finde ich. Erinnert mich, wie gesagt, auch an diesen 187 Skittles so ein bisschen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Ganze im Geschmack schmecken wird. Ja, ich würde dem Tabak im Geruch 4 von 5 Punkten geben. Ich finde es schon ein sehr, sehr leckerer Geruch. Aber dadurch, dass halt so viele Komponenten angegeben sind, ist es natürlich schwierig, dort auch jede einzelne rauszuriechen. Ich gebe ebenfalls 4 von 5 möglichen Punkten. Mhm. Aus genau demselben Grund. Macht alles in allem also 4 von 5 möglichen Punkten beim Geruch. Wie immer haben wir das Ganze einmal kräftig angezogen und der liebe Alfons wird einen ordentlichen Zug nehmen und wir werfen einen Blick auf die Rauchentwicklung. Ja, wunderbar dichte weiße Wolke. Extrem gute Rauchentwicklung, würde ich sagen. Ja, stimme ich dir zu. Zur Hitze. Wir haben ja auf Ringkontakt des AO 912 HMDs gebaut. Wir haben 3 Corroboration-Kohlen drin, das heißt 2 direkt drin, eine auf Kipp. Läuft wunderbar, überhaupt keine Hitzeprobleme, weshalb wir dem Ganzen auch in der Rauchentwicklung sowie der Hitzeverträglichkeit 5 von 5 möglichen Punkten geben. Dann komme ich mal zu meinem Geschmacksfazit. Ich finde in allererster Linie, dass der Tabak auf jeden Fall
halt deutlich herber im Geschmack rüberkommt, als ich das im Geruch empfunden habe. Diese Brombeernote kommt deutlich intensiver mit durch, ist jetzt für mich persönlich auch die dominanteste Komponente, würde ich sagen. Und dazu schwingt sich so ein süß-säuerlicher Orangentouch, beziehungsweise dieser Clementin-Touch soll das dann wahrscheinlich sein. Der hat so eine, ja, im Abgang so eine saure Note. Du hattest ja auch schon schön beschrieben, dass sich das auf die Zunge legt. Ja, das sind für mich so die beiden Hauptkomponenten, die da rauskommen. Die Zitrone vom Geschmack her nehme ich jetzt nicht wirklich wahr, sondern halt nur diesen leicht säuerlichen Touch. Und die Mango ist für mich komplett untergegangen im Geschmack. Und alles in allem, es erinnert mich nicht mehr wirklich unbedingt an diesen 187 Skittles. Im Geruch war das deutlich stärker, im Geschmack geht es aber in eine ganz andere, nämlich in diese deutlich herbere Richtung. Alles in allem muss ich sagen, dass mir der Geruch tatsächlich ein bisschen besser gefallen hat, als es der Geschmack tut. Aber ich finde trotzdem noch, dass es ein relativ leckerer Geschmack ist und ein Tabak, den man absolut rauchen kann. Kommen wir zu meinem Geschmacksfazit. Ich beginne mal anders. Nämlich, ob der Tabak eine Frische hat oder nicht, lässt sich nicht ganz raus identifizieren. Wenn da eine Frische mit drin ist, dann kommt das meiner Meinung nach durch die Komponenten, die im Tabak selber drin sind. Also ist jetzt nicht überwiegend extrem kühl oder minzig oder irgendwas, sondern so eher eine natürliche Frische bringt der Tabak mit sich. Machen wir mit den Komponenten weiter. Ich stimme dir zu, auch ich nehme die Brombeere am stärksten wahr. Mhm. Sehr süß, fruchtig hatte ich ja im Geruch gesagt. Mhm. Fruchtig würde ich immer noch sagen, süß, deutlich weniger, auch eher herb in die Richtung. Die Zitrone legt sich für mich, wie du es auch gesagt hast, auf die Zunge so leicht ab. Da merkt man dieses extrem säuerliche vom Gefühl her. Im Geschmack finde ich die Zitrone jetzt aber auch nicht so krass präsent. Die Orange baut sich definitiv mit ein. Das ist so, womit kann man die vergleichen, die Orangennote? Ist so sehr süß, eher nicht so spritzige Orange, sondern von Aroma her eher fruchtig süß. Und auch die Mangonote nehme ich persönlich gar nicht wahr. Vielleicht geht die durch die Restkomponenten halt unter. Wenn halt viel drin ist, merkt man meistens auch nicht immer alles. Aber auch ich finde, dass er im Geruch mich etwas mehr überzeugt hat. Mhm. Aber im Gesamten auch für mich ein leckerer Tabak, der ja sehr fruchtige Aromen mit sich bringt. Kommen wir mal zu einer Bewertung. Ich fange mal an und ich würde dem Tabak 3 von 5 Punkten im Geschmack geben. Wie gesagt, im Geruch hat er mich einfach ein bisschen mehr überzeugt. Aber es ist trotzdem ein Tabak, den man auf jeden Fall rauchen kann. Also ich würde dem Tabak in meiner Bewertung 3,5 von 5 möglichen Punkten geben. Ich finde dieses Mixverhältnis an sich sehr gelungen. Es hat halt was sehr Bäriges und diese herb-süß-säuerliche Note ist extrem lecker. Aber ich stelle mir den auch eher mehr als Mischtabak tatsächlich vor, als ihn pur zu rauchen. Macht alles in allem also 3,25 von 5 möglichen Punkten im Geschmack. Kommen wir zur Gesamtbewertung. Die Gesamtbewertung berechnet sich wieder durch die vorangegangenen Punkte. Und da kommen wir hier auf stolze 4,3125, also abgerundet 4,3 Punkte von 5. Stabiles Ergebnis. Auf jeden Fall. Also hier auch wieder ein absolut solider Grundtabak, der jetzt nicht 100% unseren Geschmack getroffen hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die gerade dieses Bärige extrem mögen. Ja. Und wenn wir mal ehrlich sind, haben wir ja auch auf der Dose vorne hier 2 Brombeeren vorne groß mit drauf. Deswegen das Ziel hat der Tabak an sich schon erfüllt. Ja. Ist ein stabiler Tabak. Wer möchte, dass wir vielleicht auch nochmal einen anderen von Aino vorstellen, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann soll es das auch schon wieder gewesen sein. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuschauen. Und am allerwichtigsten ist natürlich, ist das Däumchen oben. Wird man dich loben und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüssikowski.